Ich bin der Günther, ich komme aus Deutschland, Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind derzeit in der Wüste, haben einiges erkundet letztes Mal und werden heute vermutlich die nächste Stadt erreichen, denke ich jetzt einfach mal. Aber dazu müssen wir schon noch ein paar Meter auch zurücklegen. Vor allem hier, hier rennen einige Trainer durch die Gegend, hier liegen Items. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich die Trainer machen will, inwiefern skippen. Ich werde definitiv nicht alles skippen, dich zum Beispiel, machen wir mal. Aber ich glaube, den Typen da ganz rechts lasse ich mal sein. Käfer, Wasser. Aber ich bin mir sehr sicher bei Käfer. Was ein Grund wäre, auf Otto zu bleiben. Sieht nach Käferwasser aus. Ja, der macht mir auch keinen relevanten Schaden. Da kann er meinen Angriff noch so senken. Ich mach trotzdem deutlich mehr. Und da kannst du jetzt auch Feuer schwächen. Das juckt Otto tatsächlich. Ob du es glaubst oder nicht, eher weniger. Ich weiß, wirkt unglaublich. Und das war's auch schon mit der. So, da ist noch ein Item hinter dir. Na dann, was kannst du denn? Ein Pokémon? Oh doch. Ja, das ist zwar kein Job für Otto, aber da kommt John Cena rein und gegessen ist die Sache. So, es ist möglich, dass wir heute die vierte Arena erreichen, denke ich. Und vielleicht auch schon beginnen. In meinem letzten Mal ist in der vierten Arena wirklich etwas Schreckliches passiert. Oh Gott. Etwas Schreckliches passiert. Derjenige, der mein ganzes Team von vorne bis hinten gecarried hat, das einzige der sechs Pokémon, die ich dabei hatte, das die zweite Arena in diesem Run überlebt hatte, ist in der vierten Arena leider gegangen. Natürlich ist der Run dadurch nicht zu Ende gewesen, weil ich dank Hilfe dieses Pokémon, dessen Name ich mal nicht erwähne, weil ich nicht weiß, inwiefern YouTube das so toll findet. Sagen wir so, Stalobor an jemanden aus der Sowjetunion angelehnt. Ihr könnt's euch denken. Yellow Scarf bringt. Super. Contest. Scheiße, ich wollte an dem vorbei. Man hat's vielleicht gesehen und der Cam, ich hasse sowas. Ich erschreck mich bei sowas. Fragt mich nicht warum. Ja, okay. Aber das kriegen wir doch. Wisst ihr was? Ich glaube es gerade nicht. Aber letzte Folge habe ich noch gesagt, es gibt genau ein Pokémon. Stimmt, ich habe unter anderem Sherox vergessen, als ich sagte, wo überhaupt Slime-PvP irgendwie relevant ist. Sherox, Panzer-Aeron und dieses Viech inklusive Weiterentwicklung. Ja, der Sandsturm merkt, aber ich rechne tatsächlich, ich tue das eigentlich nie, aber ich habe mit One-Hit gerechnet. Bei Slime-PvP tue ich das wirklich sonst nie, aber es hat geklappt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, in welche Richtung der richtige Weg ist. Ich glaube geradeaus. Ich habe halt keine Ahnung, was an der Seite überhaupt ist. Ich will eigentlich langsam echt nur noch in die nächste Stadt, ohne irgendwen bekämpfen zu müssen. Oh, das klingt definitiv nach einem Fall für John Cena! Du.
Das vergesst ihr jetzt alle. Er macht einen Defense-Buff. Oh Gott, auf dem Viech. Aber ich kann mir vorstellen, dass trotz Defense-Buff so ein dicker, fetter Low-Kick noch raushaut. Vierfach-Schwäche und unfassbar schweres Pokémon. Das kombiniert. Und hier sind wir. Oh, ich find's ja sehr interessant, was ihr zu sagen habt. Ne, da sind wir uns doch alle ein. Oh, Hyperbälle. Ich find das alles unfassbar interessant, was ihr zu erzählen habt. So, jetzt sind wir hier. Oh, scheiße! Nein, das ist richtig scheiße! Ich hab das vergessen! Wir sind nicht geheilt! Wir sind nicht geheilt, sehe ich das richtig? Und die wollen battlen. Wir sind nicht geheilt und die katholische Kirche will battlen. Das könnte ganz kritisch werden. Okay, Gamer-Fokus. Der Beginn könnte schlechter sein. Das ist halt wirklich eine Sache, wegen der ich denke, dass Pokémon Schwarz, wenn man Splash spielt, eine der schwersten Randomizer oder Nuzlocke sein könnte. Einfach, weil es sehr viele Kämpfe sehr überraschend gibt, mit denen man gar nicht rechnet. Und dann hängt man auf einmal in einem Kampf drin und stellt fest, Digga, ich habe gerade 2 HP auf allen Pokémon. Und allgemein ist das Spiel auch hat auch eine Grundschwierigkeit durch die Levelkurve. Ich denke allgemein, Schwarz und Weiß sind relativ schwere Challenges. Aber bei einer Randomizer kommt sowieso im... Oh gut, ich dachte, es wollen beide kämpfen. Bei einer Randomizer Nuzlocke kommt sowieso großteils immer auf RNG an. Ja, ich find's ja unfassbar spannend, was du da zu erzählen hast. So, soweit ich weiß, muss ich jetzt erstmal der bei ihren Familienproblemen zuhören. Das einzig Gute ist die Musik, die bei ihren Familienproblemen spielt. Einer der berühmtesten Tracks, wenn nicht der berühmteste Track der gesamten Reihe, den ich auch unfassbar mag. Auch wenn er nicht ganz an Mystery Dungeon rankommt. Ja, ich denke, das reicht. Mir geht's jetzt eher um Heil-Items. So, und zwar muss ich hier hinten hin. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen gesucht. Weil tatsächlich werde ich jetzt gezwungen, bei so einem Scheiß Musical mitzumachen. Ich könnte nicht in die Arena oder auf die nächste Route, oder? Sowas, jetzt soll ich hier irgendwen umdesignen hier. John Cena, komm her, du wirst verunstaltet. Wir spielen jetzt Dress Up. Da habe ich gute Ideen. Meine wundertolle Hula-Tänzerin John Cena. Er ist wunderschön. Meine Hula-Tänzerin John Cena. Diese Musicals sind sowieso... Oh Gott. Ich meine, mit dem Design würde ich zwar ganz gerne auch irgendwie mitmachen, aber... Nee. So, Familienprobleme. Aber die Musik ist halt das Geile.
Ich muss ganz kurz hier was machen. Piss dich, du hast letztes Mal Stalobor getötet. Ist wirklich, da kann keiner was sagen. Unwavering Emotions, unfassbar guter Track. Ist so ein bisschen das, ich beschreibe es gerne so, sagt natürlich vielen dann auch nichts. Ist so ein bisschen Don't Ever Forget der Hauptreihe. Und hier haben wir jetzt ein tolles Treffen mit Jesus Sohn. Mich interessiert natürlich sehr, was er zu sagen hat. Gefühlt haben wir hier jetzt wirklich einfach. Das ist halt relativ interessant. Wir haben hier ein relativ normales Gespräch, während wir hier Riesenrad fahren. Frag nicht weshalb. Also mir gefällt der Text wirklich sehr gut. Das muss an der Stelle irgendwie ein bisschen buggen. Aber das ist definitiv nicht der normale Text. Das habt ihr euch bestimmt nicht denken können, deswegen habe ich es euch gesagt. Oh, Plasma. Und jetzt will er kämpfen, um zu verheimlichen, dass wir eigentlich hier gerade Best Buddies gemacht haben. Und da ist er wieder. Man N. Gut. Ab geht's. Gegen N. Das könnte ein schwerer Kampf werden. Und er zeigt von den Leveln her auch. Okay, ich bin von den Leveln her tatsächlich besser dabei, als ich dachte. Aber die Arena geht, glaube ich, bis 25? Vielleicht sogar 26? Und letztes Mal habe ich da einen Voltolos getroffen, das mir dann auch mein Stalobor gekostet hat. Und zwar auf eine wirklich ganz miese Art. Mein Angriff vierfach zu erhöhen und mich dann verwirren, so dass ich mich selber, dass ich mir mit einem einzigen Hit drei Viertel meiner Leben gezogen habe. Vor allem, das war irgendwie seit dem Pinwheel Forest das dritte Voltolos, das ich getroffen habe. Das war schon krass.
Oh Gott, der kann zwei Bienen. Raus da. Warte, kann ich da irgendwas kombinieren mit Günther? Ist ein Typ, den ich hab, sehr effektiv gegen einen anderen. Nee. Kann ich für wen anders was aufsetzen? Ich könnte ihn mit, na, ich wollte gerade sagen Water Gun angreifen, das ist aber zu schwach. Versuchen wir einfach, ihn mit Günther so down zu bekommen. Ich könnte mit Ice Fang angreifen und dann auf Slime PvP gehen, aber... Der nächste Hit reicht. Aber Günther hat auch ein bisschen Damage schon gefressen, da kann man nichts sagen. Tschüss. Was ist das? Ich habe eine Vermutung, der nach Weedy mein bester Try wäre. Karipas? Nein. Nicht Karipas. Das schafft Weedy. Nervt mich. So, Level 22. Scheiße, das wusste ich mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bild mir ein, dass es irgendwas in Richtung Pflanze war. Nein! Du warst das! Okay, wenn du so spielen willst. Schon scheiße, wenn man nicht outspeedet mit dem Ruckzuck. Ne? Nee? So, Ennis besiegt, jawohl. So, der will Pokémon Liga Champion werden, damit alle ihm gehorchen. Yeah, Item. Ein Timer Ball. So, und hier ist die vierte Arena. Dieses Gebäude. Aber wir gehen noch nicht heute hin, denn es ist vorbei mit der heutigen Folge von Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim nächsten Mal besuchen wir dann die nächste Arena. Und ich habe schon einige schöne Thumbnail- und Titelideen für die Folge. Mit Unwavering Emotions, mit meiner wunderschönen Hula-Tänzerin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.